Vor knapp 2 Jahren habe ich meinen VW Golf zu einem kleinen Mikrocamper umgebaut und war damit jetzt auch schon ein paar Mal unterwegs. Da ich aber ein bisschen mehr Ordnung im Auto haben wollte und auch dieses Jahr 3 Wochen mit dem Auto unterwegs sein werde, wollte ich meinen Camper auf jeden Fall nochmal etwas komfortabler haben und habe ihn deshalb noch etwas umgebaut. Wie ich es geschafft habe, in meinen kleinen VW Golf eine kleine Küche und ein Regal einzubauen und was ich sonst noch für Änderungen vorgenommen habe, das seht ihr in dieser kleinen Videoreihe. Weiter geht's, nachdem wir letztes Mal ja die Küche gemacht haben, machen wir jetzt noch ein Regal, wo ich Klamotten und Kamera-Equipment und so weiter einräumen kann. Küche ist ja jetzt hier so, hinten quasi im Heck drin, hier die Klappe wird noch gekürzt, dass ich hier unten natürlich den Stauraum noch weiter nutzen kann, quasi hier unten drin im Kofferraum. Und hier vorne hinterm Fahrersitz quasi soll jetzt noch ein kleines Regal hin, was ich, wenn ich hier die Tür aufmache, dann hier einfach beladen, entladen kann, so Klamotten und so muss ich ja eigentlich, wenn ich drin bin, nicht unbedingt dringend rein. Und im Notfall kann ich immer noch außen rum langen. So, und dann können wir jetzt hergehen und alles zusammenschrauben. Ich habe jetzt hier alles vorbereitet, es ist wieder alles lauter Abfallholz. Da muss ich mal gucken, weil teilweise hier auch schon so Löcher drin sind und sowas. Das ist vielleicht ein bisschen verdeckt. Das hier ist auf jeden Fall die Grundplatte, auf der alles aufgebaut wird. Dann haben wir hier die Querstreben. Und dann kommen hier seitlich die noch rein, wo dann auch dieser Zwischenboden noch reingelegt wird. Und nach oben habe ich mir jetzt überlegt, lasse ich es einfach offen. Ich würde jetzt sogar als erstes sogar erstmal hergehen und sagen, ich stelle erstmal alles so auf, wie ich es dann später auch haben will. Ich baue es jetzt einfach mal hier drauf auf. Die Grundplatte mache ich aber dann ganz zum Schluss erst hin. Ein bisschen das Gefühl, dass hier diese Schnitte nicht ganz gerade sind, aber das ist quasi dieses alte Regal, was ich früher schon mal hatte, einfach wiederverwertet. Die Außenposten, weil die Maße sind ungefähr gleich geblieben. Und ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass das Ganze jetzt übelst tricky werden wird, das irgendwie halbwegs zusammenzubekommen. So, dann wenn das ganze Holz aber natürlich nicht springt, wenn ich es zusammenschraube, werde ich wieder hergehen und werde hier meine Löcher vorbauen. So, dann ist der Großteil eigentlich schon soweit zusammengebaut. Der Grundrahmen steht. Jetzt müssen wir hier diesen Zwischenboden, müssen die Ecken noch raus. Das ist quasi dann hier diese Form, damit wir ihn dann später hier einfach so einsetzen können. Und dann wird er hier drauf verschraubt, das soll quasi eine Zwischenetage werden. Und dann kommen hier oben nochmal so Querbalken hin, einfach, dass es ein bisschen stabiler ist. Und das Ganze sehe ich jetzt erstmal mit der Stichsäge raus. Und dann kann ich jetzt einfach hergehen und setze das Ganze hier schön so dazwischen rein und habe hier schön den Zwischenboden von meinem Regal. Dann wird das Ganze jetzt hier noch mit jeweils 2 Schrauben auf jeder Seite verschraubt, dann kommen oben noch die Leisten rein und dann setzen wir das Ganze mal ins Auto und gucken mal, wie es aussieht. Bevor wir jetzt das Ganze ins Auto einbauen, kommen jetzt aber noch die Seitenverkleidungen rein. Dazu habe ich eine große weiße Platte gekauft und da werde ich jetzt einfach die Seitenwände mal zuschneiden und das Ganze wird dann einfach daran verschraubt. So, dann entladen wir jetzt hier mit dem Schleifpapier einfach mal ganz grob die ganzen Kanten, damit hier nicht noch irgendwas absteht oder so und wir eine halbwegs saubere Kante haben. Ich muss sagen, ich habe mir jetzt nicht jedes Mal einen Anschlag gemacht, weil ich glaube, das hat ewig gedauert und ich habe auch nicht so ein langes Brett gefunden, was schön gerad gewesen wäre. Ich habe mich hier für so ganz dünne weiße Platten entschieden. Was man, glaube ich, normalerweise irgendwie als Schrankrückwand oder sowas nimmt, weil die Dinger wiegen nicht viel, sollten das Gewicht auf jeden Fall aushalten, wenn da ein bisschen Klamotten oder so dagegen liegen. Mehr habe ich ja da drin eh nicht gelagert. Der Gaskocher hat auch nicht so viel Kraft, um die komplett durchzubrechen irgendwie. So, dann haben wir alles soweit fertig. Wir haben jetzt einmal hier die lange Rückwand von der Küche, die man im Endeffekt später eh nicht wirklich sieht. Deswegen habe ich die auch aus irgendeinem Abfallstück noch gemacht, was halt übrig war. Aus einem Streifen, die ist auch nicht ganz so schön geworden. Hinten habe ich dann nochmal eine Platte, die zumacht. Und hier vorne wird ja dann später im Auto das Regal quasi so eingebaut.
Und da habe ich jetzt einmal eine Wand für zwischenrein gemacht, wodurch auch gleichzeitig die Küche hier abgeschlossen ist, wenn es aneinander geschraubt ist. Und ich habe hier nochmal eine Wand vor zum Fahrersitz gemacht. Versteht man vielleicht ein bisschen besser, sobald es im Auto eingebaut ist. Aber so ungefähr sieht das Ganze dann aus. Meine Liegefläche wäre dann quasi hier hinten. Ne? Da drüben möchte ich dann eine komplette lange Wand machen. Aber die will ich dann erst rausmessen, wenn das Ganze dann im Auto eingebaut wird. Also das seht ihr dann im nächsten Video. Und jetzt verschraube ich mal die ganzen Seitenwände. So, die Aufnahme ist gerade abgebrochen. Ich habe keine Ahnung, was ihr jetzt alles gesehen habt. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt diese Gewindeeinsätze reingemacht, dass ich hier M6er Gewinde drin habe. Und jetzt kann ich einfach meine Platte nehmen, hier ranhalten und habe dann hier diese M6er Rändeschrauben. Die kann ich dann einfach hier wunderschön reindrehen. Und dann ist die Seite hier nämlich auch zu. Und wenn ich jetzt mal was Längeres habe, was ich hier reinschieben muss, kann ich die einfach wieder aufschrauben und komme dann eigentlich schön in den Innenraum der Kiste rein. Und im nächsten Video werden wir dann hier das Regal und die Küche ins Auto einbauen.